Das ist wegen der Haie. Das brauchen wir unbedingt. Jetzt ist es soweit. Bei meinem nächsten Tauchgang sehe ich also Haie. Die Crew hat sich in die Rüstung geworfen. So ungefährlich scheint es eben doch nicht zu sein. Ich hätte eigentlich auch gerne so eine Rüstung angelegt, aber mir bleibt nur Tauchen brüllen. Und dann geht's ab ins Haischbecken. Und das sind's, die Raubtiere vom Meer. Auf dem Boot trifft der JJ die letzten Vorbereitungen. Er ist der, der die Haie direkt füttert. Kaum ist er im Wasser, sind schon etwa 30 Haie um ihn herum. Es sind sogenannte Caribbean Reef Sharks. Die werden bis zu 3 Meter gross. Ich habe schon recht Respekt, bin aber auch sehr fasziniert von diesen Tieren. Die Haie schwimmen so nahe um einen herum, dass sie einen immer wieder berühren. Blutrünstige Bestien sind es aber auf keinen Fall. Solange man sich nicht bewegt, lassen sie einem in Ruhe. Nur den Arm sollte man nicht einfach so ausstrecken. Ziemlich gierig schnappen die Haie nach der Futterbrücke. Passiert ist zum guten Glück noch nie etwas. Da ist noch nie ein Taucher verletzt worden. Wow, das war beeindruckend. Und kalt, auf dem Meeresboden, 15 Meter Tiefe, haben wir nur knapp 17 Grad gehabt. Souvenirs habe ich auch mitgenommen. Auf dem Meeresgrund findet man mit ein bisschen Glück richtige Haifischzähne. Der JJ weiss da einen Haufen drüber. Die karibischen Riffhaie haben mehrere Reihen Zähne in ihrem Maul. Immer wieder verlieren sie welche. In ihrem ganzen Leben verliert ein Hai im Schnitt 40.000 Zähne. Wenn in der ersten Reihe die Zähne ausfallen, kommen von hinten einfach neue nach. Das dauert nicht einmal 24 Stunden. Für mich war es wirklich ein Highlight. Und ich bin schon ein bisschen stolz auf meinen Mut.